So, guten Abend. Ja, ja, das ist. Ach, das Mikro? Nee, 1, 2, 3. Genau, während ich euch jetzt hier im Hintergrund noch ein bisschen hypnotisiere, sind jetzt sehr viele bekannte Gesichter dabei. Mich würde tatsächlich interessieren, wer ist denn heute zum ersten Mal bei der Atlassian User Group dabei? Ah, doch noch ein paar neue Gesichter. Sehr schön. Die, die jetzt gehen, sind alle Crowdpatch, ne? Ja, genau. Das hätte mich auch noch interessiert, wenn wir da eh gerade schon dabei sind. Das Feature, wo du gesagt hast, was sie einbauen in die Cloud, dass es in Frankfurt gehostet wird, das kommt doch direkt, nachdem sie das Feature mit der eigenen Domain freigeschaltet haben, oder? Das weiß ich nicht. Ja. Also nie, egal. Wieso China im Domain, wenn man so angekündigt? Ja. Seit 2 Jahren. Und das wäre... So, ich schließe mich dem Bashing hier einfach mal an. Wir haben kein Plugin entwickelt, wir haben kein Add-on entwickelt, nein, wir haben eine App entwickelt. Und zwar eine Gardening-App. Der Punkt ist, wenn ich an... Das sieht hier ein bisschen nach Schlafmodus aus. Einen Moment. Wird Zeller? Ja. Gut. Ja, wenn ihr schon einschlaft, dann bitte schön aufgrund von meinem Talk und nicht von dem Hintergrund hier. Genau, wenn ich an Confluence denke, dann habe ich doch automatisch dieses Bild im Kopf. Alles ist super geordnet, jedes Buch ist exakt einmal da, alphabetisch richtig eingeordnet. Wenn ich irgendwas suche, dann finde ich das. Natürlich immer die neuesten Versionen der Bücher sind da, die alten werden gleich rausgeschmissen. Das geht euch doch bestimmt genauso. Oder es ist vielleicht doch eher das hier. Also, ganz klar, TNG-Konferenz sieht natürlich so aus. Nach unserer nächsten Konferenz auch beim Tag. Okay, auch jetzt schon. Und die Herausforderung ist natürlich, dass es so bleibt und nicht irgendwann so endet. Und typischerweise, wenn man startet mit Confluence, das ist auch sehr einfach, man findet wirklich noch alles. Die Dokumentation ist aktuell, klar, man hat sie ja gerade erst geschrieben, aber gerade TNG, wir haben doch Confluence schon ziemlich lange und ja, da stellen sich Herausforderungen und da würde ich jetzt gerne einfach mal vorstellen, was für eine App wir hier entwickelt haben, um dem ein bisschen entgegenzuwirken. Also das Problem, vermutlich bekannt, oder eins der vielen Probleme, man hat einfach veraltete Dokumentation. Das kostet Zeit, da die richtigen Sachen zu finden. Teilweise gibt es parallel dazu schon die neue Dokumentation, man weiß es nur gar nicht. Oder wenn man es weiß, dann kommt der Nächste daher und updatet plötzlich wieder die eigentlich veraltete Dokumentation, was dann wieder die aktuelle ist. Also irgendwie hat man da immer so ein Problem, auf dem Laufenden zu bleiben. Gründe dafür, ja, gibt es viele, ich habe hier einfach mal ein paar rausgesucht. Zum Beispiel derjenige, der die Seite erstellt hat, der wirklich weiß, wo die Informationen sind, wo man die Sachen auch updatet, ist vielleicht nicht mehr im Projekt. Und niemand fühlt sich so richtig verantwortlich. Ist ja nicht meine Seite, ich habe sie ja nicht erstellt. Warum sollte ich da die Sachen updaten, auch wenn ich die Informationen gerade hätte und eigentlich wüsste, wo ich sie reinschreibe? Ich habe ja selber trotzdem genug zu tun. Und damit eben, man weiß auch gar nicht, ist die Dokumentation überhaupt noch gültig oder bin ich jetzt doch an der falschen Stelle? Genau, und da kommt eben die Gardening-App ins Spiel. Die Lösung. Oder eine Idee, wie man das Ganze lösen könnte. Man geht einfach mit. Also man probiert gar nicht allzu stark dagegen zu wirken, sondern man macht sich einfach bewusst Dokumentation veraltet. Man lässt sie einfach auch verwelken. Das Gute ist, wenn man nichts macht, dann wird sie automatisch nach einer gewissen Zeit auch tatsächlich als alt markiert. Also man weiß, das ist nicht unbedingt der aktuelle Stand, da hat schon jemand seit, keine Ahnung, 2 Jahren nichts mehr dran gemacht und ich weiß, ah ja, sie ist veraltet. Es hat sich niemand drum gekümmert, es hat niemand abgedatet. Also der Punkt ist, man sieht es der Dokumentation sofort an. Genau, das ist der eine Punkt. Der zweite wichtige Lösungsansatz ist, dass jemand tatsächlich für die Aktualität der Dokumentation verantwortlich ist. Also zumindest mir geht es so, wenn da mein Kopf hängt und ich weiß, ich bin dafür verantwortlich, dann pflege ich das auch. Schließlich hängt da ja mein Kopf dran. In dem Fall sogar tatsächlich mit Bild. Also jeder weiß, wenn es nicht gepflegt ist, der Benny, okay, dem haue ich das nächste Mal auf die Finger. Genau, wenn sie verwelkt ist, die Doku, dann muss sich der Gärtner
darum kümmern. Also man bestellt einen Gärtner. Wie sieht das Ganze aus? Ein paar TNGler sind ja doch auch da, die werden das schon kennen. Wir haben ja auch einen mutigen Beta-Tester. Genau. Auf jeder Seite oben, also hier rechts, ja, jetzt nehme ich doch mal. Ups, jetzt habe ich es hier ganz normal edit, save for later, also das ist die obere Leiste eben von der Seite. Und hier gibt es plötzlich so eine Gießkanne. In dem Fall, ja gut, ist nicht mein Bild, aber die Gießkanne ist grün. Das bedeutet, ja, die Dokumentation oder die Seite ist aktuell. Das Ganze funktioniert im Prinzip auf Seitenbäumen. Also zum Beispiel könnte ich auch einfach sagen, da ist jetzt mein Seitenbaum, hier oben die wichtige Dokumentation. Da ist irgendwas Unterseite drunter, noch eine. Und zum Beispiel könnte ich jetzt für diese Subseite verantwortlich sein und damit zum Beispiel auch für alle Seiten, die da drunter sind. Also das ist ja so das Typische im Confluence, dass man doch irgendwelche Hierarchien aufbaut, anders eigentlich wie bei einem Wiki, wie man so ganz klassisch kennt, wo alles parallel liegt. Genau, und pro Seite oder pro Seitenbaum hat man jetzt einfach einen Gärtner. Und das sieht man schon, hier ist der Gärtner, man kann den Gärtner ändern, man kann den Gärtner auch von seinen Pflichten entlassen. Und hier, also das Bild kommt einfach, wenn man auf die Gießkanne klickt, sieht man auch sofort, jawohl, die Seite ist noch bis 2021 gültig. Und warum, da kommen wir gleich noch dazu, in dem Fall, man hat das Label, 2 Jahre lang ist sie gültig. Das heißt, auch wenn ich 2 Jahre lang nichts dran mache, ist sie noch gültig, aber danach wohl nicht mehr. Das heißt, entweder ich muss sie aktualisieren oder sonst irgendwie ändern. Genau, für die Alterungsstrategie gibt es einfach verschiedene Ideen. Der Default ist 1 Jahr. Nach 1 Jahr, wenn man nichts anderes einstellt, ist die Seite veraltet. Aber man kann ganz einfach über Stichwörter definieren, wie lange sie gültig sein soll. Also hier zum Beispiel 1 Monat nach der letzten Änderung. Das heißt, jedes Mal, wenn die Seite aktualisiert wird, ist sie 1 Monat gültig. Das ist dann zum Beispiel irgendeine sehr aktuelle Dokumentation, wo sich viel tut, wo man genau weiß, innerhalb von 1 Monat passiert was. Da arbeiten Leute aktiv dran, die muss aktualisiert werden. Oder man gibt, so wie hier, einfach ein Datum an oder zum Beispiel auch ein No-Expire. Wenn es einfach mal eine Information ist, die schreiben wir jetzt rein, die ist für immer gültig, dann kann man es mit No-Expire kennzeichnen. Und da gibt es noch ein paar mehr. Also das Ganze wird über Labels gesteuert. Der Seitenstatus selber wird tatsächlich pro Seite berechnet und ja, verschiedene Sachen werden da eben reingenommen. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel kein Label gesetzt habe, dann schaue ich einfach bei der Seite über mir, hat die ein Label gesetzt. Wenn die keins hat, schaue ich noch weiter. Und natürlich werden dann die Labels auch sinnvoll zueinander kombiniert. Das kann man aber tatsächlich in der Doku nachlesen, wie genau das funktioniert. Und eine Seite gilt tatsächlich auch dann schon als veraltet, wenn eine Unterseite veraltet ist. Das heißt, wenn ich irgendwo oben im Baum bin, dann wird mir angezeigt, die Seite, auf der du bist, ist vielleicht noch aktuell, aber darunter gibt es eine Seite, die nicht mehr aktuell ist. Auch dann kann ich einfach schauen, wessen Kopf hängt an der Gießkanne dran und den Kollegen dann freundlich fragen. Genau, hier zum Beispiel mal, wie sieht es aus, wenn es expired ist? Die Gießkanne ist rot und ein Warnhinweis. Auswertungen, ja, gibt es verschiedene. Das einfachste ist tatsächlich die E-Mail-Notifications. Die werden täglich verschickt, das haben wir ja auch bei uns aktiviert. Nervt mich tierisch und motiviert mich tatsächlich, die Seiten wieder zu aktualisieren. Oder eben, man hat auch so einen Überblick-Makro, das gibt es an verschiedenen Stellen. Das gibt es einmal tatsächlich als Administrator im Bereich, wo ich mir einen Gesamtüberblick verschaffen kann. Oder ich mache mir das einfach auf meine persönliche Startseite, trage mich ein und bekomme dann für mich angezeigt, was der Status ist. Also die hier sind zum Beispiel up to date und hier unten sieht man schon, diese Seite hier ist Subpage outdated. Warum? Weil direkt darunter eine outdated Documentation hängt. Das war ein sehr schneller Durchflug. Ich wollte mich an die 5 bis 10 Minuten halten. Gibt es Fragen dazu? Ja, lass. Kenne ich das nur an dem Icon? Also grün heißt schön frisch.
Genau, ja. Oder wird die Seite auch dunkler gehen? Die Idee gefällt mir, das wäre der Advanced-Modus, ja. Also wenn sie outdated zumindest ist, dann darf man sie nicht mal mehr lesen. Genau. Nee, es ist, ja, es ist tatsächlich nur die Gießkanne. Aber die Idee gefällt mir, ja. Es gibt ja auch das Midori Archive-Magazin. Was hat euch daran nicht gefallen? Gerhard, was hat uns daran alles nicht gefallen? Das Problem mit Midori ist, dass das tatsächlich erstmal Seiten wirklich physisch in einen anderen Space bewegen will. Das ist völlig anders, als wir es haben wollen. Und auch mit Seitenhierarchien nicht so zurechtkommt, wie wir es brauchen. Also diese Seitenhierarchien sind für uns ein ganz wesentlicher Strukturgedanke bei TNG, den wir ganz massiv brauchen und dementsprechend waren wir da nicht wirklich mit zufrieden. Vielleicht ich noch was kurz, wenn wir nutzen auch dieses Archive und was mir gefehlt hat, ist quasi ein Gärtner. Das Problem war einfach davor, man kann keine Verantwortung zuweisen. Ja. Und es ist in Atlassian nicht möglich, es gibt immer nur einen Last Changer und einen Creator. Und es gibt aber nicht die Möglichkeit, einen Gärtner zu vergeben. Und das ist total entscheidend, wenn ich quasi Leute dazu motivieren will, ihre Seiten zu pflegen. Und das geht nicht. Und wir haben davor mit irgendwelchen Hacks versucht, diesen Creator umzustellen. Das ist alles eine totale Krücke. Und das ist der entscheidende Faktor im Gärtner. Das sehe ich tatsächlich auch so. Vor allem, wenn man dann mal doch was editiert, weil man es einfach gerade hatte, die Dokumentation, dann ist man plötzlich dafür verantwortlich. Und eventuell sorgt das eher dafür, dass man sich denkt, nee, wenn ich die Info jetzt dann nicht reinschreibe, dann bin ich nicht derjenige, der dafür verantwortlich ist. Und durch den Gärtner ist das klaglich geklärt. Ganz genau. Ja. Das ist eine Rolle. Also du bist auf einmal in Rollen in Organisationen und das ist eigentlich wirklich die Zukunft, wie man sich organisiert, dass man nach Rollen arbeitet. Also, dann ist man auch für irgendwas verantwortlich. Genau, der Michael ist übrigens unser Beta-Tester. Genau, die App steht nämlich kurz davor, im Marketplace zu erscheinen. Ich glaube, das sage ich schon seit ein paar Wochen. Die ist ja nicht im Marketplace. Nein, noch nicht. Noch nicht, genau. Genau. Wir haben noch ein Mini-Performance-Problem gefunden, wenn man relativ komplexe Übersichten und Verantwortlichkeiten hat auf seiner Homepage, also Dashboard, da war mein Login-Vorgang, also Etier und Logfund waren halt durch die App um 7 Sekunden länger als normal und das ist nicht akzeptabel und deswegen habe ich gesagt, es war noch ein bisschen. Aber eigentlich hatten wir es vor, für heute zu veröffentlichen. Ist die da auch bis 3. September Data Center? Dann musst ihr von den Lizenzen. Setzt jemand von euch Data Center ein? Ja. Also die richtige Antwort ist ja natürlich klar. Also wir setzen uns selber ein mit einem großen. Am 3. September kann man kein Add-on mehr installieren, das nicht Data Center ready ist. Faktisch werden sie sogar deinstalliert. Deaktiviert. In Data-Set. Data-September. Das wird ein großer Spaß. Doch, aber nur wenn du eine Data-Center-Version hast. Nein, auch wenn du keine hast. Echt? Nee, also nur bei einem Data-Center natürlich. Auf dem Server wird es nicht. Kannst du immer noch. Das ist ja bezahlt im Geld. Also scheint ziemlich hart zu sein. Wie ich schon sag, kurz vor der Veröffentlichung im Marketplace, deswegen habe ich noch ein Bonus-Slide vorbereitet. Falls irgendjemand von euch auch eine super Idee für eine App hat, das wäre Schritt 1. Hier einfach mal, wie veröffentliche ich eine App, ganz schnell zusammengefasst. Natürlich, man braucht eine Idee, möglichst eine gute. Als nächstes einfach mal die App programmieren. Dann, ganz wichtig, wenn man dafür Geld verlangen möchte, sollte man auch den Lizenz-Stack einbauen. Das hätten wir fast vergessen. Nee, das war natürlich nur auf kurz davor eingeplant. Was hilft, ist tatsächlich ein Jira Service Desk für zum Beispiel Bugs oder Feature-Wünsche von den ganzen Leuten, um das zu verwalten und auch den Status nach außen zu transportieren. Zum Beispiel ein Confluence für die Doku, wo einfach alles drinsteht, dass jeder, der die App hat, auch sich informieren kann, wie die denn überhaupt funktioniert. Beta-Tester testen lassen, da kamen doch auch noch einige interessante Punkte. Wir selber sind ja auch schon länger Beta-Tester bei TNG und noch einer unserer Kunden setzt es auch schon ein. Ja, und zum Schluss der kleine Punkt, App in den Marketplace stellen. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann... Ich habe einen Punkt. Ja, im Chat. Haben wir auch Gruppen als Gärtner hingegeben und nicht nur eine Person? Genau, aktuell ist es eine Person, die verantwortlich ist. Highlander für es kann nur einen Gärtner geben pro Seite.
noch einen Stellvertreter, aber das muss dann erstmal regulatorisch lösen. Ja. Weil genau. Es ist ja keine Einschränkung, dass andere Leute sich editieren können. Ja? Das ist, und man kann auch das, was man kann ja sichtbar machen, wer Rechtsverantwortung hat. Ja, also gerade dieses Makro, das kann man sich tatsächlich überall hinmachen, ja auch für andere Leute. Also ich kann sagen, gib mir einfach mal alle Seiten, die von Nietzsche gegärtnert werden, weil ich genau weiß, du bist jetzt ein halbes Jahr auf Weltreise mal wieder. Habt ihr da so ein Wald-Edit für den Gärtner? Das ist meine Seite. Also, make me lucky. Ein Bulk-Edit nicht, aber... Genau, also man muss schon auf die Seite, man muss sich schon selber bemühen, aber hier gibt es Mark as up to date. Also man muss nicht einfach nur die Seite editieren und wieder speichern, sondern das wird noch leichter gemacht. Gut. Wie bitte? Ein was? Ein? Oh, die Idee gefällt mir auch, ja. Sehe schon, ja. Ja, das ist, Gerhard Müller hat 1000 veraltete Seiten. Dann auch Dashboard verwirrt ist. Wer weiß, ich bin besser Gärtner, schätzt der Gärtner. Also tatsächlich, so Gamification, das kommt ja irgendwie recht gut an bei den Leuten. Das geht ja auch schon ein bisschen in die Richtung, dadurch, dass der mein Kopf dran ist. Den hast du noch mal sehr genau, ja. Gefällt mir sehr gut, ich nehme das mal mit. Aber nicht Version 1.0. Version 1.0, die jetzt im Marketplace kommt, erstmal nicht, ja. Da hätte ich gerne vielleicht so ein bisschen was. Alles klar. Gut, sonst noch Fragen, sonst machen wir weiter. Einen haben wir noch, mindestens einen. Genau, vielen Dank.